Ja, hi Leute, willkommen hier auf meinem Kanal MV Live. Und heute gibt es ein ganz besonderes Video. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich wollte sowas auch eigentlich noch nie machen. Einige Leute von euch da draußen hatten mich angeschrieben, ey Sascha, was hältst du davon? Hast du schon gehört mit Turbo Zalo? Und ich so, wie, was ist denn? Ja, der hat sich einen M5V10 gekauft und der Schuss ging da hinten los. Was sagst du dazu? Und in diesem Video wollte ich euch quasi meine Meinung mal schildern, was ich davon halte. Und der Turbo Zalo, der kommt aus Wuppertal, ich komme aus Unna. Eine halbe Stunde wäre ich bei ihm. Kann sich auch gerne bei mir melden, das soll jetzt kein Hate-Video sein oder so. Ich will nur meine Hilfe anbieten, weil ich habe einen E92 M3 seit über 6 Jahren. Habe jetzt einen M4 seit fast einem Jahr, G-Power getuned, 600 PS und kenne mich auch sehr gut aus. Also ich mache auch sehr viele Autos mit Abonnenten, die ihre Autos auf meinem Kanal vorstellen. Also es sind viele dabei, ich bin schon M6 gefahren, M5 V10 gefahren. Ja, hi Leute! Kurzes Zwischenfazit, also weshalb ich dieses Video überhaupt mache, ist, weil viele von euch haben mich angeschrieben, haben gefragt, Sascha, ist der V10 denn wirklich so schlecht wie dem Video, weil der fällt ja total auseinander und deswegen mache ich das Video auch überhaupt, weil ihr wisst genau, der V10 ist was ganz, ganz Besonderes und nicht umsonst hat er so viele Preisnominierungen bekommen, 2005 bester Motor des Jahres und danach ging es ja weiter. Ich blende das hier nochmal ein, das könnt ihr auch nochmal sehen. Also das war mein großes Anliegen an euch da draußen, die sich vielleicht nicht so gut auskennen mit BMW-Motoren. Also ich habe ja den E92 M3 V8, der ist ja abgewandelt worden vom V10 und der hat auch solche Schwachstellen. Und den habe ich jetzt 6 Jahre und bin über 100.000 Kilometer damit gefahren und der läuft einwandfrei. Also ein paar kleine Kleinigkeiten muss man machen, Lagerschalenwechsel, Drosselklappen, Stellmotoren und so. Aber wenn man das weiß, deswegen mache ich dieses Video auch. Zum Schluss findet ihr nochmal meine ganzen Tipps und Infos dafür, worauf man achten sollte beim M5, V10 und M3 E92. Damit passt es auch die meisten Sachen davon. Ist es so ein kleiner Tipp von mir, kleine Hilfe, deswegen soll jetzt kein Hate sein oder so. Nur damit ihr es wisst. Also ich liebe BMW, das ist ein BMW M-Kanal. Ich habe schon so viele Videos gemacht, ich glaube über 300, fast 400. Keine Ahnung, aber schaut einfach mal rein und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Bin gut mit denen in Kontakt, also ich weiß auch, wo die Schwachstellen sind und deswegen mache ich dieses Video und zeige euch einfach mal, worauf ihr achten solltet, wenn ihr so ein Auto kaufen möchtet. Weil ihr schreibt mich auch immer an, Sascha, ich will mir E92 M3 kaufen, worauf soll ich achten, was hältst du von dem Inserat und so. Und das ist einfach nur so ein Statement sein von mir da draußen und einen kleinen Tipp an Turbo Zalo. Also wenn du Hilfe brauchst oder so, dann ist kein Problem, melde dich einfach, Flo hat meine Nummer. Liebe Grüße auch nochmal an Flo, wir hatten auch mal schon mal ein Video zusammen gemacht von SPCAS. Das sollte sein und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und das Abo ist auch super gern gesehen. Und jetzt einfach mal los geht's. So, hier ist die YouTube-Seite von Turbo Zalo. Liebe Grüße nochmal und du kennst ja auch den Flo. Flo, auch liebe Grüße da draußen. Der hat ja auch einen E92 M3 gehabt, mit denen habe ich auch schon ein paar Videos zusammen gemacht. Super Kerl. Jetzt gucken wir uns das zusammen mal an. Also wer es noch nicht gesehen hat, hier fing das Dilemma quasi an. Hier haben wir einen mit 350.000 Kilometer. Er sagte, ist kein Serviceheft vorhanden, ist gar nichts dabei. Wenn wir uns hier die Spaltmaße anschauen, hier in diesem Bereich, hier Heckklappe, das passt ja alles null. Und bis 20, hast du ja gesehen, ist nur Schrott. Wir haben für 19,5 Festpreis, Automatik, Kupplung sollte gemacht werden. Hinten Unfallschaden, Deluxe, Vor-Facelift-Scheinwerfer. Tot die Karre. In Spaltmasse, da passen 2 Finger rein. Ja, komplett tot und er will 20 Mille. Festpreis. Ne? Ja, ist schon krass. Also, es ist ein kurzer Zusammenschnitt von seinen Highlights aus dem Video. Und ihr kennt das ja genau da draußen. Manche Leute wollen so viel Cola für ein Auto, was einfach nur Schrott ist. Aber ihr kennt ja genau den Spruch: irgendwann steht immer ein Dummer auf. Und ja, jeder macht das ja genauso. Also man setzt sein Auto ein bisschen höher an und dann kann man immer schauen, wie die Resonanz ist. Und dann kannst du immer noch einen Preis runtersetzen. Hinterher geht es immer. Aber wenn du es zuerst machst, hochsetzen wird schwierig. Festpreis, so. Verstehe. Oh Gott. Habt ihr schon mal einen Unfall gehabt? Das Einzige, was sein könnte, ist, dass er vielleicht mal ein paar Rempler hatte. Weil der hört so hinten an der Stoßstange bei dem Plastikteil. Ich habe so, hab so mein Limit bei 20.000 gesetzt. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie schwer die Suche wirklich nach seinem Traumauto ist. Bei mir an meiner Stelle ist es natürlich, wie ihr bekanntlich wisst, der BMW M5 V10. Und ja, es ist wirklich ja auch ein Traumwagen. Also es ist mein Lieblingswagen, das wisst ihr genau, V10 ist einfach mega. Ich würde natürlich einen M6 V10 nehmen,
Aber ein 5x10 ist auch super. Wirklich sehr, sehr schwierig, solch ein Fahrzeug zu ergattern. Und warum, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir werden jetzt hier einmal bei Mobile rein. Ja, jetzt hat er ja nochmal nachgeschaut bei Mobile und als eingegeben. Haben, ich vergrößere das mal, wir gehen die Bilder mal durch. Ist natürlich. Und er hat ja auch gesagt, das sind viele Importfahrzeuge und das kennt ihr ja auch. Auch beim E92 M3 Litauen und so Ausland, da müsst ihr mal aufpassen, dass die nicht komplett einen Totalschaden hatten. Dann wurden die, werden die meistens zusammengeschustert und dann hier rüber geschifft und stehst du nachher da, hast keine Historie, das ist das Problem. Das hat er auch drauf angesprochen, das sage ich euch ja auch immer die ganze Zeit, wenn ihr mich anschreibt. Schaut nach, Checkf gepflegt, Liebhaberfahrzeug, wenn er nicht Checkf gepflegt ist und der Besitzer, sag ich mal, hält was von seinem Wagen und pflegt den auch, dann behält man die ganze Rechnung. Also da hat man irgendwelche Nachweise oder so, dass man irgendwas gemacht hat. Ich habe auch einen ganz dicken Ordner vom M3 im Halt und die ganze Rechnung, die ich bezahlt habe, habe ich alles abgeheftet. Macht immer einen super Eindruck. Mir wohl 180.000 Kilometer gelaufen und 80.000 Kilometer. BMW M5, der hat 176 gelaufen, der wäre auch noch. Also er hat jetzt ein paar Sachen rausgefunden und er hatte sein Limit über 20.000 gesetzt. Ja, und der hat jetzt zu viel gelaufen gehabt und jetzt spule ich mal ein bisschen vor, damit wir nicht... Spaltmaß, also Spaltmaß passt überhaupt nicht, ich weiß nicht. Und dann hat er die Spaltmaße noch bemängelt, da müsst ihr auch mal drauf aufpassen, das ist auch mal so ein Tipp. So Sachen, ne? Ihr wisst jetzt, wir haben jetzt hier die billigsten Autos schon abgearbeitet und es kommt überhaupt nichts in Frage bis jetzt, ne? Ja, und dann hat er einen gesehen, ich guck mal hier, ich spule mal ein bisschen vor. Vollausstattung, wer hat wirklich eine Vollausstattung? Ja, hat noch? Ne. Ah, und wo? Ist wichtiger als die Farbe. Ja. Ah, guck mal, das wieder. Weißt du, was sollst du da machen? Da kannst du nicht viel machen. Dann eigentlich schon. Hat er gerade gesagt, wo er noch viel was dran machen kann wegen YouTube. Er möchte ja auch ein paar Inhalte bieten. Und wenn du jetzt einen kompletten Wagen kaufst, der tippitoppi ist und fahren, hat er auch gesagt, kann jeder. Und er möchte ja auch so ein bisschen was zeigen. Zum Bauen? Nee, hat es ja schon. Fahrwerksfedern an. Also Facelift-Umbau haben die meisten auch schon gemacht. Das würde dann auch für ihn wegfallen, deswegen sucht er weiter. Da macht es dann eigentlich schon fast keinen Sinn mehr. Ne? Ja, dann lieber F10. Turbo. Ja. Sehr schön aus. Aber verstehe das nicht. Oh. Den günstigsten mit den meisten Kilometern, der runtergerockt ist. Meinst du? Genau. Wirklich? Ernsthaft. Und wenn ich voll auf die Fresse fliege, Alter, also Motorschaden und so. Wer ruft die doch mal an? Ja, also wie gesagt, ich hätte da schon Bauchschmerzen, wenn ich sowas machen würde. Hallo? Hallo, wir hatten gestern oder vorgestern schon mal telefoniert für den M5. Ja? Da haben wir uns ein bisschen unterhalten über die Historie des Fahrzeugs. Geht es gerade? 1-2 Minuten Zeit? Ja, 2 Minuten. Ja? Motorgetriebe läuft soweit einwandfrei, ne? Ja, da gibt es keine Probleme, weil da haben wir selber drauf geschaut. Ja. Wir wollten ja selber fahren. War das nochmal ein Importfahrzeug? Genau, ursprünglich aus USA. Ja, also das ist das Problem bei den ganzen Autos, dass die nicht hier aus Deutschland kommen. Du hast keine Historie davon. Und da fängt es eigentlich schon immer an. Also da muss der Vorbesitzer irgendwie Rechnung haben oder so, aber sonst läufst du echt in ein Unglück. Okay. Und bei 34.000 ist der nach Deutschland. Okay. Und der war. Hat der schon mal einen Unfall gehabt? Das Einzige, was sein könnte, ist, dass er vielleicht mal ein paar Krempler hatte. Weil der hat hinten an der. Ja, er hat das auch selber schon gesehen. Der Stoßstange bei dem Plastikteil. Da hat jemand scheinbar was gemacht. Aber halt, dass man den TÜV macht. Ja, das wäre. Fährt er über 7 Stunden, fährt er dahin. Rote Nummern wäre kein Problem. Die kann ich besorgen. Das wäre. Ja, dann wäre jetzt halt die Frage, weil ich halt so eine weite Anreise habe, ne? Hm. Können wir da irgendwie preislich noch. Also, es war 23 drin. Noch, aneinander kommen. Okay, und Ich hab so mein Limit bei 20.000 gesetzt. Okay, und also wenn Sie damit einverstanden sind, dann kann ich Ihnen preislich auch entgegenkommen. Ja. Und, also bei 20, wenn das Ihre Grenze ist, das ist auch meine Grenze. Also das ist auch schon sehr merkwürdig. Also erstens der große Fehler, den man nie machen sollte, am Telefon verhandeln. Also das geht immer nach hinten los, weil auch wenn die sagen, ich habe einen weiteren Anweg, du sagst immer, ja gut, am Telefon verhandeln, weil wenn die dann vor Ort sind und du hast schon den Preis vorher am Telefon verhandelt, am Vorort verhandeln die immer noch mal wieder, das ist immer so, also das könnt ihr mir glauben, jeder macht das und das ist echt schlimm, weil du denkst, ja gut, der hatte so eine weite Anreise, klar kann man, ich sag dann immer, würde sagen, ja preislich geht noch was, aber ich würde mich jetzt nicht festnageln auf 20.000 und das ist auch schon ein bisschen komisch, dass sie sofort sagt, ja 3.000 Euro weniger, auf einmal so, nur per Telefon. Kann ja jeder sagen, ich habe eine weite Anreise. Wisst ihr, was ich meine?
muss ich jetzt auch wirklich sagen. Und da wissen sie aber auch ganz genau, was sie kriegen dafür. Ja, wissen sie genau, was sie dafür kriegen. Ja, verstehe. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, besprechen wir heute Abend nochmal, ne? Okay. Okay, gut. Super. Dankeschön. Der Kamera, wie gesagt, der ist auch Autohändler. Von den. Und der Turbo Zalo ist Autohändler aus Wuppertal, deswegen, also. Kilometern. Der weiß schon, worauf man achten muss. Klar, Import. Fast 75% aller BMW im Finde mal eins. Sind 19,5 Festpreis, Automatik, Coupé, 20 Mille. Fest. Los hier! Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergegangen ist, damit ihr dann mal auf dem Laufenden seid. So, da hatte ich schon mal vorgesprochen. Da ist der Flo eben halt. Liebe Grüße nochmal. Weil Turbo Zalo ist irgendwie nach Nürnberg gefahren zum Flo. Der hat da wohl gepennt in der Nacht und dann sind die weitergefahren zusammen dahin. Mit versteckter Kamera. Was natürlich, jetzt muss ich das nochmal sagen, mit versteckter Kamera. Ja, also man hat es später noch gesehen, dass die Kamera doch nicht versteckt war. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch ja geeinigt, dass es doch erlaubt ist zu filmen. Ja, also weil versteckt war die Kamera nämlich naja nicht. Das hat man so in der Spielung gesehen vom Auto. Aber naja, vielleicht habt ihr es ja versucht am Anfang. Zu filmen. Ich will euch mitnehmen, ich will euch das zeigen, ich will euch das ermöglichen. Ja, Flo wird versuchen, die Kamera so zu halten. Ich gucke mir das Auto an, ich lenke ein bisschen ab. Ne? Und du versuchst dann so ein bisschen mit der Kamera die Leute mitzunehmen, damit ihr live dabei sein könnt. Bei der Begutachtung. Ich versteck's ein bisschen. Den hat man. Komm, mir preise ich noch ein bisschen entgegen, dann nehme ich sie mit. Ich verlange keine. Seht ihr das, was ich meine? Preislich nochmal entgegen. Nochmal vor Ort nochmal verhandeln. Keine Riesensprüche. Wie gesagt, ich habe 500 Euro nicht hergegeben. Ich verlange keine Riesensprünge. Also, nur ja. Also, jetzt nur wir überpreisen. Ja. Es gibt nämlich noch etwas, was du scheinbar nicht hast. Okay, was denn? Das ist der M3 F80 vom Flo. Liebe Grüße, ey. So jetzt richtig geiler Klang. Ehrlich, von Olitzki-Anlage drin. Let's go, baby! Das ist übrigens der obligatorische M-Fahrer hier, ja? Direkt erstmal DSC off. So muss das sein. Im Dynamic-Mode rein, ja? Erstmal hier alles. Direkt. So, wir müssen nochmal volltanken eben halt, dann sind die unterwegs. Dann hat er nochmal was ganz wichtig ist, hat er ein paar Tipps gegeben, worauf man achten sollte. Das mal angeschaut oder nee, ich bin jetzt wirklich 705. Das fand ich ganz cool, was er dann gesagt hat hier. Im Endeffekt nicht auf alter Flur da steht. Klar, rote also, Kennzeichen. Ist klar, die brauchen wir. Die haben wir auf jeden Fall dabei. Dann habe ich ein Auslesegerät dabei. Achso, das kommt gleich. Also Auslesegerät für den OBD-Port, damit ihr die Fingersprecher auslesen könnt. Das ist super. Viele von euch haben auch Kali da draußen. Das geht damit auch. Mal ein Lämpchen angehen sollte. Und dann geht die erste Lampe an. Können wir direkt auslesen. Fehlercodes etc. Dann habe ich, man weiß ja nie. Natürlich Überbrückungskabel. Ne? Daran soll es auf gar keinen Fall scheitern. Hier so ein bisschen Starterkabel, Überbrückungskabel dabei. Ne? Oh, ich sehe den guten Frozen Luck. Alter, ob er das überlebt heute. Ja. Ein Lackmessgerät, damit können wir die Lackschichtdichte. Also kannst du die Lackdichte messen eben halt, die Lackschichten. Ob der schon mal nachlackiert worden ist, das ist auch sehr wichtig. Lackschichten messen, ob der mal nachlackiert wurde oder nicht, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Dann habe ich hier von unseren guten Freunden von Manol, ne, Reifendoktore, ist auch nicht schlecht, ne, falls man Reifenpanne hast oder sowas, sollte man eigentlich auch dabei haben. Genommen hier von Manol, wenn er jetzt, das wird das Öl, wenn 100 Milliliter, natürlich fahren, dann kannst du das auf jeden Fall verwenden. Hält ist oder sonst was, ne, Tape, dann kannst du dann versuchen, wenn irgendwie ein Schlauch undicht ist oder sonst was, ne, falls irgendwie. Der direkt quer, Mann. Das kennen wir. Was man schon mal. Also, was macht Turbo Zalo ja auch nicht. Also, was man nicht machen sollte in der Garage, wo es Licht schlecht ist und so, kannst du alles vergessen und keinen Platz zum Auto drumherum gehen. Also, auf jeden Fall mal raus von dem Wagen ins Tageslicht stellen. Auch am besten nicht, wenn es regnet oder so, weil da siehst du ja die Bollen und Dellen gar nicht. Naja, das machen auch viele sehr gerne. Schon runter. Ich hab den auch schon auf Ersatz dabei. Also, ich weiß. Schöner Motor, oder? Nicht angemeldet. Ich wollte nur mal fertig bringen. Genau, der war irgendwie 2 Jahre nicht mehr angemeldet, glaube ich. Und ja. Wie so richtig Tag gebraucht hat. Das ist das. Ja, das stimmt. Fleißteile. Belege sind gut. Genau, Belege immer kontrollieren, ob ein Grat drin ist, in der Bremsscheibe noch. Das kann man auch mal sofort vor Ort machen. Ja. Das wäre nämlich ziemlich teuer bei M-Fahrzeugen. Natürlich. Ja.
Also vom Motorgeräusch und ja, der würde ich auch schon wieder Abstand nehmen. Hört irgendwie was Leichtes, also es ist schon alles ein bisschen dubios und so. Deswegen sind wir jetzt nach draußen gefahren zum Kontrollieren nochmal, machen nochmal eine Probefahrt. 330, also hier hat er richtig viel nachlackiert. Ja, und dann kontrolliert den Lack, das ist auch sehr wichtig. Seitenteile. Und nicht von dem geilen V10-Sound ablenken lassen, das ist auch immer schlimm. Emotionen beim Kauf müsst ihr irgendwie wegbringen, also wegverstecken, keine Ahnung. Aber wenn ihr schon durch Emotionen, ich weiß, wie schwer das ist, wenn ihr einmal so ins Schwärmen geratet, dann sind die ganzen Mängel und Kleinigkeiten, denkst du, ach komm, das mache ich später und so, hier und da. Ach, ich will so einen Wagen haben unbedingt und dann ist es immer kacke, wenn der auf Druck das kaufen muss. Vor allen Dingen, was das Problem ist, wenn ihr so 7 Stunden geballert bist, und du stellst fest, der ist eigentlich Schrott, der Wagen, aber würde ich nicht kaufen. Und du willst nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Das ist auch so eine Sache, wo du denkst, ja, ach, krieg man schon irgendwie hin. Ja. Die SMG-Getriebe zu langsam, muss ich halten. Okay. Ja. Aber kann ich ihnen leider nicht helfen, das ist so. Ja, also reden sie über das SMG-Getriebe, dass es zu langsam ist eben. Ich habe mich auf langsamste Stufe eingestellt. Also ich würde immer jemanden mitnehmen, also so habe ich das früher mal gemacht, der sich auch wirklich gut auskennt als Schrauber. Also der irgendwie nebenbei schraubt oder selber schraubt, nichts gegen Flo oder so. Ich hätte dann noch jemanden mitnehmen können, weil das ist immer so, oder der dieses Modell super gut kennt, der die Schwachstellen kennt, 1:1 und so. Klar ist es immer schwierig, dass man das nicht kennt, niemanden kennt oder so, der sich damit auskennt. Aber ich habe das damals auch schon mal gemacht, als ich mir einen Wagen gekauft habe. Ich glaube, das war der E46 330 CI. Den habe ich auch, ich glaube, aus Düsseldorf in der Nähe gekauft. Und ja, es war alles auch ein bisschen dubios. Und dann habe ich den Wagen mitgenommen zum BMW-Händler, direkt auf der Bühne. Habe dann irgendwie, weiß nicht, 60, 70 Euro für bezahlt für den Check. Und dann war ich safe, weil das ist immer noch besser, die 60, 70 Euro, anstatt dass du da irgendwas kaufst, wo du denkst, ja, das passt vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja. Und die in der Werkstatt, die kennen sich dann aus. Am besten natürlich eine BMW-Werkstatt, die M-Stützpunkt ist. In der Nähe, aber das könnt ihr ja vorher alles abchecken. Und wenn der Verkäufer das nicht machen will, also nicht zulässt, also dann ist schon wieder was krumm. Also das würde ich dann auch nicht mehr machen, dann irgendwie kaufen. Kann ich leider nicht. Ich verlange keine Riesensprüche. Wie gesagt, ich habe für 500 Euro nicht hergegeben. Ich verlange keine Riesensprünge. Warte, was du scheinbar nicht weißt. Okay, was denn? Ich sage das jetzt nicht wegen dem Preis. Ich sage das, weil ich einfach ein gutes Gewissen haben will. Ja, erzähl. Es ist so, wenn Leute mit schwangeren Frauen um Preise verhandeln, das ist nicht gut fürs Karma. Deswegen rede ich mit ihm. Man soll mit schwangeren Frauen nicht keine Preise verhandeln, das ist nicht gut fürs Karma. Ich gehe mit Preisen. Das ist wirklich Schluss. Wir können was, sorry, ich kann wirklich ein bisschen guten Ton machen. Wir können vielleicht voll tanken, weil es ist, ich weiß nicht. Weil es hier ist alles am Leuchten. Guck mal, ich habe ja gesagt, ich verlange keine Riesensprünge. Du hast schon am Telefon mit dir verhandelt. Ja, aber guck mal, ich bin hier vor Ort und ich habe ein bisschen Sprit und dann Reifen muss es. Hab ich ja 5000. Das ist für mich besser. Ich weiß nicht. Ich habe es wirklich getan, ob es jetzt. Ja, ich tanke die Höhe total. Es kommt bei diesem Auto, oder? Und besser aus. Drin. Auto aus. Ich fällt Auto aus. Naja, also das war es auf jeden Fall und da hatte ich irgendwo einen Kommentar gelesen. So wie ich es euch gesagt habe, ich hätte den nicht gekauft eben halt. Aber hier siehst du auch, wenn da sogar der Verkäufer sagt, mit Akzent Katze im Sack. Und dann hier, bei allem Respekt, mein Opa sagt mal, jeden Morgen steht er nur mal auf. Ja, Alter, beste Anleitung, wie kauft man ein Auto nicht? Ja. Beim Start ging ich mir schon alle Lampen an und weiß ich, dass die nicht nur so ehrlich waren, alle schon nervös. Ich bin selber Russ und dank meiner Menschenkenntnis weiß ich, dass die nicht 100% ehrlich waren. Allein schon, wie nervös der Verkäufer die ganze Zeit war. Ja, das ist auch immer schon so ein Zeichen. Auch wie 20 Verkäufer. Ja, genau, und er hatte auch einen Alleinwegenkopf da. Mit schwangerer Frau verhandelt man nicht. Ich hätte den mal erst recht nicht mehr gekauft. Genau. Ich hätte den echt nicht, auch wenn er wirklich umsonst gewesen wäre. Dann gehen wir mal zum nächsten Video von ihm. Also, das war jetzt hier quasi die Abholung. Hier ist das nächste Video. Also schauen wir uns auch nochmal kurz es an. Es ist doch nicht zu fassen, Leute. 20 Mille schlecht investieren. Verstehe ich. Nicht mal 50 Kilometer sind wir gefahren. Kilometer oder so, oder? Oh ja, ja. Er bremst kaum noch. Aber jetzt ist auch noch die Motorkontrollleuchte gerade angegangen und dann geht die erste Lampe an.
Da geht die erste Lampe hier an, die erste gelbe Lampe. Ich habe gerade voll getankt, ich bin keine 300 Meter gefahren. Service Engine Schuhen. Service Engine Schuhen. Also ich glaube, das heißt auf jeden Fall direkt mal, damit ich selber keine anderen Dinge. Da kommt nur, ich habe doch gesagt, alle Lampen angegangen. Hier alles leuchtet. Ich kann euch sagen, Alter, ich habe gar keine Ahnung. Mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Ich bin gerade riesen. Mein Gott, 10 Kilometer. Ist. Freunde, ich muss eben möglichst vermeiden. Na, hier kommen die ganzen Fehlermeldungen. Ja, auch wenn, sag ich mal, der Verkäufer hätte die vorher gelöscht, die ganzen Fehlermeldungen, die im Speicher gewesen sind, aber der war sowieso 2 Jahre abgemeldet. Das heißt, die Batterie war bestimmt auch platt. Das heißt, Fehlerspeicher war auch dann leer. Und ansonsten hätte er das vorher gelöscht und dann haben die eine Probefahrt gemacht und dann hätte man es danach ja auch nochmal auslesen können. Also die ganzen Fehlermeldungen, die jetzt nach und nach kommen, ja, die hätte man irgendwie gesehen. Also ich glaube schon, ja. Vom nächsten BMW, hallo. Oder der Verkäufer hat echt Glück gehabt. Was? Oh Mann, jetzt du filmst auf der Fahrt. Ja, wer ist denn so? Break, Service, wie. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Richtig gut. Und jetzt hat er sein Auslesegerät im Hals. Günstiger. Also ich habe hier mein Lesegerät. Hier kann ich ABS auslesen. Flo, was sagst du dazu? Das kannst du auch alles mit Kali machen. Das ist natürlich jetzt kacke. Ich habe das jetzt nur was. So, ach, faulty. Ich schließe jetzt ab. Jetzt hat er alles nochmal gelöscht. Immer ab. Alles noch an. Ach, Flo. Ist halt so, ne? ABS-Regelbremsung, danke gegen anderes Auto. Ne. Nehmen wir es mit Humor, Flo. Der Motor läuft noch. Ja. Ich schaff das heute. Nervlich schaffe ich das. Ich das kennen, wenn du hier diesen Stress. Ich will parken. Ja. Ja, fahr ein bisschen vor. Ich hab keinen. Sollte. Da kam, Freunde. Das hier aber auch wirklich auch. Ich bin hier gerade angegangen. Ich hab auch keinen. Ja, Motorkontrolle läuft da. Also alles geht nacheinander an. Und ja, es bestätigt sich einfach, dass das einfach nur ein Schrottwagen war. Und ihr habt alle recht gehabt, das hätte den niemand wirklich gekauft. Aber er wollte ja gerne einen haben, wo. Ja, günstig und gut und ja, heile. Das schließt sich meistens aus bei M-Fahrzeugen. Also das kriegst du so nicht hin, vor allen Dingen nicht mit dem V10, mit dem E92 und dann mit dem V8 und so. Also wer sagt man immer, wer günstig kauft, kauft zweimal oder so. Es ist kein Spaß mehr. Es ist eben alle komischerweise beleunigen und so. Wir Kilometer wirklich eine. Die Motorkontrolle leuchtet sauer. Ich kann nicht mehr, ich bin froh. Ja, dann ging es weiter und die hatte da auch alle drunter nochmal geschrieben. Genau, hier hat auch einer geschrieben, alles fake, der Flo kann gar nicht ernst bei mir, der hat den Wagen direkt zurückgegeben nach 40 Kilometern, richtig schlecht geschauspielert. Ja, das ist alles so ein bisschen fader Beigeschmack. Das haben wir nämlich gefeiert, aber dieses Video ist echt unsuperes, gute Schauspielerauflösung, in den nächsten Videos so geht Content. Naja, hier hat einer noch geschrieben, klare Fahrt verlieben, macht blind, begeistert von einem Wagen, an sich, das war alle Warnung. Nicht beachtet das, ja. Na, schauen wir uns mal das nächste Video an. Ich zeige euch das gleich mal, was ich da gefunden hatte. So, und das letzte Video war dann jetzt hier, wo es... Jetzt hört der Spaß aber wirklich auf. Ich habe gerade den Flo verabschiedet. Ich wollte gerade nach Hause tuckern. Nimm mal die Cam, mal gucken, ob er es nochmal macht. Also jetzt hört der Spaß wirklich dann gerade auf. Aber es kann es doch nicht sein, das oder? Kann echt nicht sein. Was ist das? Was liegt denn da jetzt? Getriebe, dran? Irgendwas stimmt nicht. Er knallt, er fährt nicht los, so, weißt du? Ich gebe Gas, guck mal. Du Scheiße. Das gibt's doch nicht. Da ist eine Pfütze von irgendwas. Ja. Er fährt nicht mehr. Nicht vorwärts, nicht rückwärts. Er will nicht mehr. Herr Saugerz, hallo. Wie sind Sie jetzt irgendwie mit diesem Projekt vereint? Irgendwie? Halt deine Fresse, Alter. Willst du mich verarschen? Aber ich hab 20.000 verbrannt. Geh mal kacken, Alter. Response, Bank 2. Response heißt Antwort. Also für mich könnte es sogar erstmal etwas... Einfaches sein. Ja. Ich bin im Gang drin, Gang 1. Ich mache jetzt D mal rein, D1. Ich gebe Gas, guck mal. Ach du. Das ist aber auch Feiern, Alter. Ich habe keine Ahnung. Das riecht doch schon nach. Gucken wir schon. Ja, vielleicht. Löst nicht mehr. Die Batterie. Ja, das war alles so krass. Also das ganze Video, ganze Auto, Schrott und ja, hat er wirklich ins Klo gegriffen. Ich weiß nicht, weil ich glaube, er wollte ja auch so ein bisschen was haben, dass man da was bei YouTube zeigen kann. Und er hat ja selber auch gesagt, er will keinen Wagen haben, der läuft und der fährt. Und ja, jetzt hat er natürlich das volle Programm erwischt. Und ja,
5. Das ist natürlich jetzt Schrott und jetzt lässt er ihn, glaube ich, noch abschleppen. Das Auto fährt nicht los. Nächste. Das Ding ist auch völlig im Sack. Weiter geht nicht? Okay. Ja, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend. Ich gucke nochmal hier, wo war das, glaube ich, wo war das nochmal? Ich zeige euch nochmal, wo ist mein Handy? Also hier seht ihr es auch nochmal, dass viele GZS zu viel geschauspielert und sowas natürlich. Ja, also ich glaube nicht, dass alles geschauspielert ist. Das ist ein paar Sachen vielleicht, ja, ein bisschen mehr theatralik. Ich, also wie gesagt, wenn man 20.000 Euro verbrennt, dann ist das nicht so locker, wie man es hier so sieht. Deswegen, jetzt gucke ich gerade mal, wo der eine das geschrieben hatte. Also ich lese euch das jetzt nochmal vor, was der eine Abonnent geschrieben hat. Ich blende das dann hier auch nochmal ein. Also ich verfolge das jetzt schon die letzten Tage Videos, ganz ehrlich, und nicht böse sein. Ich muss sagen, selbst schuld. Wer solch ein Fahrzeug kauft und es nicht auf Herz und Nieren prüft, handelt sehr blauäugig. OBD-Tester war doch dabei zum Fehlauslesen. Ja, das stimmt. Lackmessgericht sagt eben schon deutlich, dass an vielen Stellen nachlackiert wurde. Motorklang schon beschissen, als angelassen worden ist. Und die Aussage vom Verkäufer, dass schon 2 Jahre steht und seither keine 100 Kilometer gefahren sind, sei Alarmstufe Rot für jeden vernünftigen Autohändler. Gib das Ding zurück und sieh zu, dass du deine Kohle bekommst. Auch Privatverkäufer müssen haften. Hast du ja alles im Video mit dokumentiert, ja. Also das zeige ich euch hier oben nochmal, habt ihr jetzt auch gesehen. Ja, und das ist einfach das, was ich auch so sagen würde. Also, ihr habt meine Tipps gehört. Und Tobu Zalo, wenn du Hilfe brauchst oder so, wie gesagt, du wohnst um die Ecke. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass du schon wieder damit rumfährst mit dem M5 V10. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ja, wir wohnen nicht so weit auseinander. Also, wenn du Hilfe brauchst oder so, ich kenne so viele Leute, die auch selber einen V10 haben, M5. Ich kenne auch Leute, die nehmen den ganzen Motor auseinander und bauen ihn wieder zusammen ohne Probleme. Deswegen, also ich habe, wie gesagt, das ist ein BMW-M-Kanal und ich helfe den Leuten da draußen immer. Und ich dachte mir, klar, ist das jetzt eine Hilfe für andere Leute, die so einen Wagen kaufen wollen? Aber auch vielleicht, ja, vielleicht kann ich dir auch helfen. Also, wie gesagt, soll jetzt kein Hate sein oder so. Aber, ja, war jetzt wirklich so viel kaputt an einem Auto. Und nach, das war echt schon jetzt total, ja, Nieten da gezogen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch weiterhelfen konnte, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und schreibt einfach mal ihr drunter, was würdet ihr in der Situation machen? Hättet ihr den Wagen gekauft oder hättet ihr auch gesagt, nee, bei dem Alarmzeichen hätte ich schon gesagt, nee, ich fahre wieder nach Hause. Auch wenn 7 Stunden umsonst gefahren wäre. Aber so ist das normal. Also deswegen, ich hoffe, der Wagen fährt wieder. Wenn nicht, melde ich einfach, Flo hat meine Nummer. Und liebe Grüße auch nochmal an Flo. Habt ihr echt eine Tour hinter euch gehabt. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage, haut rein. Ciao.